Ehepaar machte zufällig eine gruselige Entdeckung nur wenige Meter vom Wanderweg entfernt. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Wenn eine Person vermisst wird, ist das zweifelsohne eine herzzerreißende Situation und manche Fälle bleiben ungelöst. Im heutigen Video gehen wir auf 10 beunruhigende Vermisstengeschichten ein. Bist du neu auf diesem Kanal? Dann abonniere ihn und drücke die Benachrichtigungsglocke. Und bevor wir anfangen, solltest du das Video auch liken. Nummer 10. Esther Wang. Esther Wang ist eine 16-jährige Kadettin aus Langley, die ihre erschütternde Überlebensgeschichte erzählte, nachdem sie 54 Stunden lang im Golden Ears Provincial Park verschollen war. Sie war mit anderen Kadetten auf einer Wanderung, als sie von der Gruppe getrennt wurde, was zu einer umfangreichen Suchaktion führte, an der 40 Personen beteiligt waren. Allein in steilem, bewaldetem Gelände fühlte sich Esther orientierungslos und war nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit der Retter zu erregen. Sie versuchte, die Pfeifgeräusche zu orten, die sie gehört hatte, rutschte aber aus und schlug mit dem Kopf auf Felsen auf. Entschlossen, sich auf den Weg nach Hause zu machen, fand sie Wasser, aß ihr eingepacktes Essen und versuchte, auf kalten Steinen in der Nähe eines Flusses zu schlafen. Während ihrer Tortur schöpfte Esther Kraft aus ihrer Kadettenausbildung und ihrem Glauben. Sie bedankte sich bei den Rettungsorganisationen, den RCMP-Beamten und den Freiwilligen, die an der Suche beteiligt waren. Nummer 9. Emma Tetewski. Emma Tetewski wurde eine Woche, nachdem sie von ihrer Familie als vermisst gemeldet wurde, im Borderland State Park in Easton, Massachusetts, im Schlamm stecken geblieben gefunden. Eine Gruppe von Wanderern hörte ihre Hilfeschreie in einem Sumpfgebiet und alarmierte die Polizei. Die Beamten kamen am Ort an und warteten durch dichtes Gestrüpp und den Sumpf, um Emma zu erreichen, die in Fötusstellung dalag. Sie versuchten, sie hochzuheben, aber durch das Gewicht sanken sie noch tiefer. Sie bildeten eine Leine, um sie aus dem Schlamm zu ziehen, und trugen sie mit einem Korb, der wie eine Trage aussah, etwa 30 Meter weit aus dem Wald heraus. Dann wurde sie in ein Geländefahrzeug verfrachtet und zu einem Krankenwagen gebracht. Die Behörden gehen davon aus, dass sie vor ihrer Rettung mindestens 3 Tage lang im Sumpf gefangen war. Nummer 8. Sailor Gilliams. Der Wanderausflug von Sailor Gilliams und Brandon Vega wurde zu einer lebensbedrohlichen Tortur, als sie sich in der rauen Landschaft von Santa Barbara in Kalifornien verirrten. Sailor brach sich das Bein und als es dunkel wurde, fielen ihre Handys aus und sie hatten vergessen, Taschenlampen mitzunehmen. Brandon versuchte, Sailor zu tragen, aber er stürzte und zerbrach dabei seine Brille, brach sich den Ellenbogen und Sailors Knöchel und beide blieben verletzt zurück. Brandon ging los, um Hilfe zu holen, und das war das letzte Mal, dass Sailor ihn sah. Erschöpft rief Sailor die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag um Hilfe, aber sie verlor langsam das Bewusstsein und fürchtete, dass niemand sie finden und sie alleine sterben würde. Wie durch ein Wunder näherten sich 3 Wanderer, Nicole Gergen, Joe Valipiano und Peter Biava, dem Gebiet. Nicole, eine Kinderärztin, entdeckte Sailors rote Haare in der Ferne und eine Bewegung. Sie erkannte schnell, dass sie schwer verletzt war und rief den Notruf. Die Gruppe wurde schließlich mit einem Hubschrauber gerettet. Nummer 7. Derek Luking. Derek Luking, ein 24-Jähriger, wird seit dem 17. März 2012 vermisst. Sein Mitbewohner bemerkte, dass Dereks Wecker an diesem Morgen ständig klingelte und nahm an, dass er früh zur Arbeit gegangen sei. Als später festgestellt wurde, dass Derek nicht zur Arbeit erschien, wuchs die Sorge. Dereks Eltern erfuhren, dass er vor seinem Verschwinden auf seinem Computer nach den Great Smoky Mountains gesucht hatte. Außerdem hatte er Camping- und Überlebensausrüstung gekauft, darunter Karten, ein Zelt und einen Schlafsack. Überwachungsaufnahmen zeigten, wie Derek am selben Tag in ein Hotel in Cherokee in North Carolina eincheckte, das er aber gegen 4 Uhr morgens wieder verließ, und das war die letzte bestätigte Sichtung. Sein Auto wurde an einem Wanderweg im Great Smoky Mountains National Park gefunden, aber viele der gekauften Gegenstände blieben im Auto, zusammen mit einer Notiz, auf der stand: Folgt mir nicht. Trotz intensiver Suche konnten keine Hinweise darauf gefunden werden und Dereks Fall ist weiterhin offen. Nummer 6. Nancy Niemi.
Ein 8-jähriger Junge aus Wisconsin namens Nanty Niemi, der während eines Campingausflugs seiner Familie in Michigan verschwunden war, wurde nach 48 Stunden wohlbehalten gefunden. Die Behörden fanden ihn unter einem Baumstamm im Porcupine Mountains Wilderness State Park in Michigans abgelegener westlicher Upper Peninsula. Nanty schien bei guter Gesundheit zu sein und wurde mit seiner Familie wieder vereint. Er erzählte den Behörden, dass er sich mit Ästen und Blättern zugedeckt hatte, um sich zu wärmen und dass er auf sauberen Schnee angewiesen war, um zu trinken. Nanty hatte sich am Samstagnachmittag während eines jungen Ausflugs mit seiner Familie beim Sammeln von Feuerholz verirrt. Trotz schwieriger Wetterbedingungen und unpassierbarer Straßen aufgrund der Schneehöhe waren mehr als 150 Such- und Rettungskräfte, einschließlich K9, an der Suche beteiligt. Der Junge beschloss, anzuhalten und zu warten, als er die Spur nicht mehr finden konnte. Nummer 5. Michael Bryson. Michael Bryson wurde auf einem Campingplatz in der Nähe von Cottage Grove in Oregon vermisst. Der 27-jährige Mann entfernte sich am 5. August 2020 gegen 4.30 Uhr von seinen Freunden und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Er wird als groß mit kurzen braunen Haaren und haselnussbraunen Augen beschrieben und wurde zuletzt mit einem weißen T-Shirt, hellbraunen Shorts und weißen Crocs mit bunten Flecken gesehen. Auch eine braune Baseballmütze aus Cord könnte zu seinem Outfit gehören. Als er verschwand, ließ Michael seine Campingausrüstung zurück und sein Handy war mehrere Tage lang ausgeschaltet. Trotz des Einsatzes von Suchhunden gab es bisher keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Für Hinweise, die zu seinem Verbleib führen, ist eine Belohnung von $10.000 ausgesetzt und es wurde eine Facebook-Gruppe eingerichtet, um Informationen über sein Verschwinden zu verbreiten. Nummer 4. Jacob Gray. Jacob Gray verschwand im April 2017 während einer Fahrradtour und ließ ein verlassenes Fahrrad und eine Campingausrüstung zurück. Er hatte sich auf den Weg gemacht, ohne jemanden über sein Ziel zu informieren. Trotz einiger gemeldeter Sichtungen blieben die Umstände seines Verschwindens rätselhaft. Die Ranger vermuteten, dass er in den nahegelegenen Solduck-Fluss gefallen sein könnte, als er versuchte, Wasser zu holen. Seltsamerweise meldete ihn niemand als vermisst und verschwundene Radfahrer sind in der Gegend selten, sodass die ersten Ermittlungen nur begrenzt möglich waren. Das Fahrrad und die Ausrüstung wurden etwa 130 Kilometer von seinem Zuhause entfernt am Straßenrand gefunden. Die Behörden planten, den Fluss im Sommer zu untersuchen, wenn der Wasserstand gesunken war, aber Jacobs Schicksal blieb ungewiss. Bis heute ist der Fall ungelöst. Nummer 3. Junge wird im Sumpfwasser vermisst. 5 quälende Tage lang dauerte die Suche nach dem 4-jährigen Alice Boudin im Jean Lafitte Nationalpark in Louisiana. Der an Autismus leidende Junge wurde am 15. Juli 2021 während eines Familienausflugs mit seiner Mutter und seinem 3-jährigen Bruder vermisst. Sie hatten angehalten, um einen Drachen steigen zu lassen, als die Tragödie geschah. Alice wagte sich ins Wasser und seine Mutter, die damit beschäftigt war, den Drachen zu reparieren, konnte nicht rechtzeitig reagieren. Sie hörte ein plötzliches Platschen und merkte, dass ihr Sohn verschwunden war. Verzweifelte Versuche, ihn zu bergen, waren vergeblich und sie rief sofort den Notruf an. Eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion wurde gestartet, aber das dichte und sumpfige Gelände erwies sich als schwierig. Das Gebiet, in dem es von potenziell gefährlichen Tieren wie Schlangen und Alligatoren wimmelt, machte die Aufgabe noch schwieriger. Die Behörden glauben, dass Alice wahrscheinlich im Wasser gelandet ist und ertrunken sein könnte. Trotz der unermüdlichen Bemühungen der Suchmannschaften wurde nur einer seiner Schuhe im Wasser gefunden. Nummer 2. Sammy Boelke. Es ist fast 2 Jahrzehnte her, dass der 8-jährige Sammy Boelke im Crater Lake National Park vermisst wurde und das Rätsel ist immer noch ungelöst. Der Dokumentarfilm Missing 411 beleuchtet sein Verschwinden und mehrere andere Vermisstenfälle und macht auf die Gefahren in der Wildnis aufmerksam. Sammy, der an Autismus leidet, verschwand am 14. Oktober 2006 in der Nähe der Cleetwood Cove, als er mit seinem Vater auf einem Familienausflug war. Obwohl über 200 Menschen nach ihm suchten, wurde keine Spur von ihm gefunden. Der Fall macht deutlich, wie verletzlich Kinder mit Behinderungen sind, die verschwinden.
Der Film soll die Erinnerung an Sammy wachhalten und Familien unterstützen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Das zerklüftete Gelände des Crater Lake, das für seine natürliche Schönheit bekannt ist, stellt die Suchbemühungen vor Herausforderungen. Sammys Verschwinden bleibt ein dauerhaftes Rätsel, das seine Familie und die Gemeinde mit anhaltenden Fragen und Herzschmerz zurücklässt. Nummer 1. Matthew Reed. Matthew Reed, ein 19-jähriger Wanderer, der als vermisst gemeldet worden war, wurde erfolgreich aus dem Glacier National Park gerettet. Die gemeinsamen Bemühungen der Rettungsorganisationen, der US-Grenzpatrouille und des Sheriff-Büros führten zu seiner Entdeckung. Mit einer Infrarotkamera entdeckte das Rettungsteam seine Wärmesignatur in dicht bewaldetem Gelände. Matthew steckte in den Bergen fest, nachdem er auf ein Schneefeld gestoßen war, das den Weg bedeckte, und stürzte dann in den brusttiefen Schnee, wobei er sein Telefon, seine Wasserflasche und seine Schuhe verlor. Er wurde zur medizinischen Versorgung aus dem Park geflogen und befindet sich Berichten zufolge in einem stabilen Zustand. Die schwierigen Wetterbedingungen während des Wochenendes erschwerten die Situation für Matthew während seiner zweitägigen Tortur noch mehr. Welche Geschichte fandest du am beunruhigendsten? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn du das Video magst, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.